Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir quasi zwischen den Welten gewandelt. Das war jetzt ein tolles Deutsch, ich weiß. Und sind hier angekommen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wir müssen wahrscheinlich diese drei hier schnell... Was war das denn? Schmetterlinge. Schnell hintereinander gemacht kriegen. Aber ich wollte hier doch auch mal gucken, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Okay. Kann man sich hier hinstellen? Ah, Moment. Ich habe jetzt beide auf einen Schlag getroffen. Könnte ich da eventuell... Was ist los? Ah. Ja, cool. Moment, was ist... Nee, das ist nur ein Speer, ne? Da kann ich nichts einsammeln. Okay. Aber da hinten... Nee, da hinten ist nur Wasser. Na gut. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Geht der langsam irre? Na gut. Deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Okay. Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhafter Höhen. Ah, okay. Da müssen wir hin, ha? Oder? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Okay. Und da sind Sieh mal, die Bösen. Sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Fahre ich jetzt im Kreis? Wobei, hier soll ja mein Ziel liegen. Irgendwo. In 233 Metern, oh je. Oh. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Ich dachte, der wäre viel näher, aber okay. Sieht schon irgendwo beeindruckend aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg. Sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Die blaue Tür! Das muss der Eingang sein. Gehen wir! Ach, dass der Junge immer vorrennen muss. Was machen die denn? Die machen das Licht kaputt, Die Brücke kleine. Ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Direkt hinter dir!
War's das? Okay. Wobei, kann man... Ne, das ist keine Kiste hier, ne? Ne. Okay, was mache ich jetzt? Gute Frage. Also... Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Gelber Kompass. Da sollen wir doch eigentlich zeigen, wo es lang geht. Ach, hier. Oder? Nee. Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn ich da runtergehen würde. Okay, ich höre die Viecher. Ich komme hier aber nicht runter. Hä? Leute, da hinten kann ich was machen. Ach so, ich glaube... Oder auch nicht. Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Ja, ist nur die Frage, was es bewirkt hat. Okay. Nani Uda! Noch einer? Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Wenn ich sowas schon höre. Jeder darf sich ja wohl frei bewegen. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Wie zum Boot? Hallo? Ich dachte, wir müssen das jetzt aktivieren. Jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Okay. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Später mehr. Wir müssen zu... Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Oh no. Soll mir das jetzt weiterhelfen? Was wird gefragt? Ach so. Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Nirgendwo. Dass du ein verbohrter Trotzkopf bist, das will er dir sagen. Und dass es nicht unbedingt schadet, anderen zu helfen. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ich Vater? Bin ja. Moses. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Das ist auch nicht gut. Ja, so schnell seid ihr wohl doch nicht immer. Okay. Das mal alles einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Da hinten, denke ich mal, müssen wir hin. Ich
bin mir nicht sicher, ob ich hier rein möchte. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Bin mir nicht sicher. Okay. Vielleicht weil sie besessen sind oder so. Zumindest sieht das so ein bisschen so aus. Halt. Da hinten ist auch noch was. Mach dich bereit. Was? War es das wert? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das heißt aber, wir kommen jetzt hier so nicht rein. Sondern müssen das wahrscheinlich von der Seite anschießen oder so, ne? Na, da ist was. Ist das das? Ne, das geht immer wieder zusammen. Okay. Wir müssen also doch irgendwie gucken, dass wir hier durchkommen. Das wäre eine Linie. Die Frage ist nur, ich kann ja so nicht schießen. Frage ist, wie kriegen wir das hier weg? An der Seite kann ich auch nichts machen, ne? Nee, da ist gar nichts. Vater, das solltest du dir ansehen. Ja, was denn? Ich kann nur von der einen Seite, aber da kriege ich ja nicht beide kaputt. Ich muss das kaputt machen und die andere, die ich so nicht treffen kann. Und das geht auch direkt wieder zu, also... Wie soll das Ding gehen? Ich guck noch mal eben nebenan. Da war das Ding ja kaputt. Ich weiß nicht. Kann man aber auch nichts machen. Eieiei. Können wir weitergehen? Ja, ich weiß nicht, ob wir weitergehen können. Das Problem ist... Mich nervt das jetzt, dass ich an die Truhe nicht rankomme. Aber es gibt ja auch keine Möglichkeit. Also das muss die einzige Möglichkeit tatsächlich sein, von hier rechts was zu machen. Die Frage ist nur, was? Ich kann hier nicht durch. Ich kann nur da drauf zielen. Ich kann nicht auf den vorderen zielen. Ich kann ja auch nicht in der Zeit dahin laufen. Oh. Nee, da kann ich auch nicht durch. Ja. Das nervt mich jetzt, dass ich diese Truhe jetzt auch wieder nicht bekomme, so wie es aussieht. Aber ich will mich natürlich jetzt hier auch keine Stunde daran aufhalten, wenn es nicht funktioniert. Ich schaue erstmal hier vorne, was ich hier noch machen kann. Hey, warte auf mich! Ja, dann komm auch mit. War hier oben nicht... Nee, okay. Die hatte ich nur gesehen. Hallo, geht's noch? Ich hau ihn um. Hallo. Du solltest den eigentlich mit deinen Pfeilen betäuben. Wer ist hinter mir? Hallo! Geh
Geht's noch? Mann, wirf! Ja, aber triff den auch dabei! Ah, nein, wir haben hier wieder Runen. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Ein Runen ist da oben. Ist nicht euer Ernst. Moment. Ich sehe gerade, da hinten konnte man noch was runterschießen. Bin ja gierig, ne? Ich will ja alles haben. Es hilft uns zwar nicht bei dem Rätsel da vorne, aber dann kriegen wir zumindest noch ein bisschen Hacksilber. So. Ja, die Runen. Also das Ding können wir auf jeden Fall benutzen. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Oder auch nicht so. Oh. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Okay. Ich würde aber gerne das mit den Runen als erstes machen. Ich befürchte, wenn wir da jetzt weitergehen, dass... Moment, da ist noch eine Rune? Kann ich da hoch? Nee, ne? Aber hier ist auf jeden Fall eine Rune. Die steht normalerweise oben drin. Die Frage ist, muss ich die jetzt wieder in einer gewissen Zeit machen? Weil das wäre natürlich scheiße. Aha. Echt knifflig. Okay, ich hätte vielleicht hier vorne draufstehen sollen. Ja, aber du hast recht, Kleiner. Knifflig ist das auf jeden Fall. Okay, in die andere Richtung können wir nicht machen. Wir können nur nach unten. Mal eben gucken. Kann ich... Ich kann doch nicht hinter mich gucken, ne? Aber ich denke mal, das muss wirklich ganz unten sein. Ja, so schnell macht er das natürlich nicht. Das war so klar. Ach, komm... Ich hasse solche Rätsel, ehrlich. Und ist irgendwas Blaues? Tja, also ich schätze, wir müssen wirklich den Weg nehmen. Das Komische ist, ich sehe hier auch keine anderen Runen. Ich sehe tatsächlich nur diese eine Rune, wo ich so aber nicht hinkomme. Das wäre jetzt schon die dritte Truhe, die ich jetzt stehen lassen müsste. Das, ja, ich will es ja nicht so oft sagen, aber davon bin ich doch ziemlich angepisst. Ich sehe ehrlich gesagt auch keine andere Möglichkeit, weil wenn ich da drauf schieße und hoch kann ich hier nicht und er macht ja auch nichts. Das ist doof, das ist wirklich, wirklich doof. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Okay, Moment. Ach, da! Was bringt uns das jetzt? Dann können wir... Ach so, dann können wir aber nachher nur wieder raus, denke ich mal, ne? Okay. Hier ist
nichts drin, was wir mitnehmen können? Na gut, dann müssen wir erstmal weitergehen. So, Trick 17. Ich will aber erstmal das noch zerschlagen. So, bisschen so. Da noch was machen? Nee. Nein! Junge! Ich wollte noch sagen, werf ihn doch nicht als erstes. Lass ihn los! Wie viele noch? Und nu? Hallo, wie komme ich darüber? Nein, ich will die Rage. Ach so, da. Hör durch, Junge! Kämpfe! Lauf, Junge! Genau, verschieß einfach mal die Pfeile. War aber nicht so toll abgeblockt. Danke. Kann man hier nichts mehr machen? Hallo? Erwerben Sie Fähigkeiten mit... Achso, ja. Ist wieder was Neues freigeschaltet wohl. Da ist schon wieder eine Truhe. Ich ahne Böses. Wenn ich schon Truhen sehe, die abgeschlossen sind, kriege ich gerade schon schlechte Laune irgendwie. Kann man da irgendwie von der Seite drauf schießen? Mann. Ach, da unten ist was. Ja, und natürlich geht es auch direkt wieder zu. Da ist noch was zum Einsammeln. Aber sonst sehe ich jetzt hier auch überhaupt nichts. Hier kann man, oder? Da kann man, sind das zwei eventuell? Ja, doch dahinter ist noch eine. Kriege ich die beide so? Ne, die ist zu weit weg. Ich weiß auch immer noch nicht, was das hier soll. Wahrscheinlich ist das nur... nur Licht. Das Problem ist halt...
kriege die beide nicht so. Es nervt einfach nur, ganz ehrlich, es nervt einfach nur noch. Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Aber deine? Ich meine, unser Ziel ist eigentlich da hinten. Können wir die Tür dann so öffnen ohne alles, oder? Oh, nicht gut, gar nicht gut. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Das ist abgeschlossen. Da können wir durch. Wir sind fast da, aber der Brückenkristall ist noch mit dem Zeug bedeckt. Mehr davon. Ja. Ich dachte eigentlich, ich könnte das eventuell zum Abschluss von dieser Folge jetzt noch mal eben schnell machen. Aber das sieht... Oh, Moment, da kann ich hinschießen? Geh mal aus dem Weg, Kleiner. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ja, ich auch nicht. Eigentlich solltest du ja da drauf schießen. Geister! Ja, nicht mit den Pfeilen. Okay, Das Ziel ist auf der... Nee, das Ziel zeigt er mir nur da an. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt erstmal drin... Moment, was war mal da? Da ist irgendwas Lilanes. Das ist wahrscheinlich dann die andere Seite oder so. Ich schaue noch mal kurz, aber ich befürchte, dass das doch etwas länger dauert, bis ich hier durch bin. Entsprechend würde ich nämlich sonst erstmal einen kleinen Cut machen. Kann ich denn hier irgendwas machen? Das ist... Hier komme ich auch nirgendwo dran. Das ist nur die eine Seite. Kann ich auch nichts machen. Ist das vielleicht, weil ich vorher irgendwas nicht gemacht habe? Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich... Ja, warum ist es versperrt? Das ist die Frage, ne? Das zeigt ihr mir auch nicht an. Draußen noch mal kurz, aber ich glaube, da werde ich dann auch nichts Neues entdecken können. Auf jeden Fall müssen wir darüber. Ja, dann würde ich wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir gehen jetzt schon auf die halbe Stunde zu und das ist dann doch etwas lang für eine Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, ich hoffe wirklich, dass wir in der nächsten Folge... Was war das? Dass wir in der nächsten Folge herausfinden, wie wir hier weiterkommen, weil das sieht man doch ein bisschen komplizierter aus. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach und ich stehe nur einfach wieder auf dem Schlauch. Aber, naja, man muss es erstmal herausfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!